Weihnachtsstimmung hier. Wir haben sogar chinesische Weihnachtsmänner hier, weil das Programm ist ein bisschen zugeschnitten. Magic of Shine. Die Faszination ist immer wieder das Leuchten der Kinder. Also wenn Kinder die Augusten sehen, zum Beispiel die Löhne. Aber man sieht es auch in den älteren Personen an, wenn sie nur den Eingang sehen, die Lämpchen sehen, so oben. Das leuchtet selber wie ein eigenes Lichtmeer im Auge der Personen, die reinkommen. Es ist sehr toll. Vor allem die, die so an der Stange sind, weil sie so gut herumklettern können. Er hat also sehr gute Artisten. Ich war auch schon da und sie haben also sehr, sehr gute Artisten. Ich muss sagen, es ist mal etwas anderes mit dem chinesischen Zirkus, als wir etwas anderes haben. Sie sind wahnsinnig schnell, flink und es macht natürlich wahnsinnig viel aus. Ich bin also heute der Clown. Ich mache verschiedene Clowns-Reprisen, eine Reihe Späße mit dem Direktor und es ist natürlich wunderbar und ich mag es. Es macht viel Spaß und es ist einfach herrlich, in diesem, besonders noch weihnachtlich auch dazu. Die Hulhaut-Hauptnummer hat dänisch etwas anderes, wie die Nummer gegen einen Haufen Sachen. Ja, ich war schon Handgang-Zirkus-Fan und bin mit Gasses befreundet, oder? Da kommt man einfach gern wieder, oder? Was läuft, ist Ihnen von der Garage Saligari in Pottmigen präsentiert worden.